What's up, guys, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Mond Nuzlocke Challenge. Wir sind hier bei den Ruinen des Lebens. Alright, und da ist unsere nächste Prüfung. Nero. Lili hat sich verlaufen, also habe ich sie kurz und hierher gebracht. Wieso denn? Ich habe gehört, auf dem Weg zum Hotel. Meereshaus habe ich verirrt. Da wollte ich die Skala auf den Weg stellen, aber ich habe mir trotzdem etwas Sorgen um sie gemacht. Okay, Mask Royal hat gleich wieder einen Kampf und den will ich nicht verpassen. Okay. Aber eins wüsste ich zu gerne. Wie sieht Mask Royal wohl unter seiner Maske aus? Ey, jetzt mal ohne Scheiß, wo sie sich das gerade fragt. Das könnte echt so zum... Hey, das kann man sich echt... Das frage ich mich aber auch. Das ist mal ohne Scheiß. Das könnte so auf einmal dann so ein Team Skull-Spacken sein auf einmal. Ey, das wäre richtig krass. Wenn sich das auch so alles so wendet und er dann so voll der King ist. Ich bin für Wölkchen hierher gekommen. Professor Burnett war so freundlich, mir den Weg zu den Ruinen zu zeigen. Oh, dein armes Sariyama, lass es dein Team schnell heilen. Okay, es ist aber voll geheilt, aber egal. Dort drin befindet sich die Ruine des Schutzpatrons. Oh, lol, als ob. Nicht jetzt, nicht so Nur nicht hetzen, Wölkchen. Auf Mille Mille wolltest du auch zu den Ruinen des Kriegs. Was bedeuten die Ruinen für dich? Was willst du von den Schutzpatronen? Wird alles ein bisschen mysteriöser. Ohne dich wäre es für Wölkchen an der Hängebrücke wirklich brenzlig geworden. Ach, wirklich? Oh. Nanu. Ihr seid doch die Kinder, die mit Kukui unterwegs waren. Alter, der Gang. mein Name ist Lili, ich bin... Professor Kukuis Assistentin, das ist Nero. Ich hätte euch am Hafen schon nach euren Namen fragen sollen, tut mir echt leid. Und das, obwohl ich extra auf euch gewartet hatte, um euch auf Akala willkommen zu heißen. Ich bin hier, weil Kapufala mich gebeten hat, in den Ruinen etwas Ordnung zu schaffen. Nero, ich wollte mich noch bei dir dafür bedanken, dass du die Zeit nimmst, die Menschen und Pokémon Alolas kennenzulernen. Gut. Du hast die Prüfung der drei Captain von Akala bestanden. Dann ist es jetzt soweit für die große Prüfung von Inselkönigin Myla. Mach dich bereit für den härtesten Pokémon-Kampf auf ganz Akala. Ich kann gar nicht mehr abwarten. Aber gerne doch. Und ohne Scheiß, die sieht richtig geil aus. Ne? Okay, meine Pokémon und ich werden im Kampf gegen dich unsere Kraft zusammennehmen. Meine Gefährten sind allesamt Schroffe. Was ist denn das? Aber dennoch niedlich Gesteins-Pokémon. Damn! Ja, natürlich. Drei Pokémon. Ich bin mega gehypt. Nassgnet? Alright. Ich habe jetzt schon mit einem Voluminas gerechnet, aber in Ordnung. Auf 26? Als ob. Wir gehen auf den Mogelhieb, damit das Ding erstmal zurückschreckt. So. Okay, und wir gehen jetzt auf den Protzer. Ich denke, das Ding kann nicht so viel gegen uns machen. Protzer. All unsere Power. Donnerwelle. Oh mein Gott! Durchbruch! Verpiss dich! Donnerwelle wäre richtig scheiße. Ja! Nassknet ist tot. Okay, das Donnerwelle-Mist war auf jeden Fall recht gut für uns. Sedimantur. Ist das nicht die Weiterentwicklung von...
Ja, genau, vom Brokkolos. Wir gehen nochmal auf einen Durchbruch. Ich möchte die Z-Attacke für das letzte Pokémon von dir aufheben. Kopfnuss, okay. Wird auf jeden Fall ein bisschen Damage machen, aber wir sind auf plus 1. Durchbruch kommt. Oh, sie verwendet einen Supertrank. Nicht cool. Aber mit einem High Roll könnte es reichen. Tut's nicht. Wir gehen auf den Durchbruch und das war's mit Selimantur. Jetzt kommt ihr letztes Pokémon. Wetten, das ist total overpowered. Wetten. Das Ding ist total overpowered. Na, okay, nein. Es ist nicht total overpowered, aber es ist echt sehr stark. Und wir werden die Z-Kraft brauchen. Wir müssen einen Hit überleben. Jetzt kommt die Zirkel-Attacke. Und wir sind auf plus 1, aber plus 1 Angriff. Und das wird dich auf jeden Fall jetzt in die nächste Generation bashen. Wir sehen uns in der 8. Generation wieder, mein Freund. Fulminante Faustschläge. One-shotte dieses Ding. Boom! Bulbarock ist tot und das war's. Deathpilz hatte mal wieder klasse Arbeit geleistet. Nice. Auf Level 29 Deathpilz. Ein schönes Level-Up. Yeah. Einfach großartig. Ja, nach dem Part kann man sich mal treffen, oder? Erst wenn man seine ganze Kraft eingesetzt hat, kann man noch heller erstrahlen. Jetzt mal ohne Scheiß, ich finde, das ist die hübscheste, der hübscheste Charakter aus Pokémon Mond. Sieht nice aus. Ihr seid wirklich sehr stark. Hier, dieser Z-Kristall vom Typ Gestein, auch ich wollte jetzt Präteritum sagen. Petrium Z genannt, ist nun für dich. Wir haben den nächsten Kristall. Nice. Ich bin gespannt, welches Herrscher-Pokémon das nächste sein wird. Bestanden. Nice. Kommen ganz gut durch, ne? Und ich muss sagen, so schwer ist es gar nicht. Ja, noch so eine Kamerarundfahrt um sie am besten jetzt noch. Okay. Yeah. Tschüss. Setz diese Kraft gut ein. Gestalts-Pokémon sind hart und schroff. So wie besonders gut im Angriff. Sie ähneln mir überhaupt nicht, aber gerade das finde ich so faszinierend an ihnen. Warum müssen wir da rein und dieses Ding bekämpfen, Alter? Dieses Kapu irgendwas? Du siehst wirklich glücklich aus. Bitte nimm mir das nicht übel, Lilly, aber was treibt jemand wie dich, der eigentlich gar kein Pokémon-Trainer ist, zu diesen Ruinen des Lebens? Ich tue es für Wölkchen. Es ist von weit her zu uns gekommen und ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich gar nicht über seine Herkunft. Ja, das ist ein bisschen bitter, aber weil es sich zu diesem Ort hingezogen fühlt scheint, suche ich in den Ruinen diese Hinweisen. Ein ungewöhnliches Pokémon, nicht wahr? Auch wenn wir Capovolla als Schutzpatron ansehen, ist es immer noch ein wildes Pokémon. Nur ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah wie an. Okay. Aber das ist bei dir wohl kaum der Fall. Ich hoffe, dass eure Reise auch weiterhin von viel aufregenden Abenteuer und netten Begegnungen erfüllt sein wird. Ich bringe dich zurück in die Stadt, Lilly. Ich finde es toll. Ja, und mich nicht. Hallo, Betrug. Ich finde es toll, dass du so ein großes Herz für die Pokémon hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer bist. Und deshalb will ich dir helfen. Das ist nett. Boah, so Königin Myla, ich bin Starly aus Lilile. So, ich möchte voll gegen dich kämpfen, ey. Oh, Nero, ein Typ von der
Eta Foundation mit einer grünen Brille wollte, dass du in Hanno-Hanno-Resort kommst und Prüfung findest. Ich weiß nicht, was ich von dir halten soll, aber geh ruhig. Okay. Dann fliegst du auf den Flur. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so stark bin wie mein Opa Allah, ne? Aber ich hol trotzdem das Beste raus, ne? Marikek und den anderen raus, ne? Du bist und bleibst du selbst, Tali. Es spielt keine Rolle, ob du der Enkel des Inselkönigs Halla bist oder nicht. Gib einfach dein Bestes. Ja. Halla Maul. Kennst du das, berühmt? Okay. Ja, sie meinen ja, mit diesem Glurak können wir dahin fliegen? Wo ist denn das? Ich habe das noch nicht gesehen. Da ist das also. Ich denke, wir müssen hier hin. Ja, natürlich müssen wir da hin. Okay, haben wir gibt es hier noch eine Prüfung? Okay, haben wir die auch gerackt. Also die letzten drei haben wir easy weggesnackt. Das ist sehr interessant. Müssen wir sogar aufhalten? Eigentlich müssen wir sogar nicht mal aufhalten, ne? Können wir mit Saphira einfach leaden. Lol, als ob. Okay, dann reiten wir mal auf unseren guten Tauros durch die Gegend. Mit Speed. Nö. So. Oh, tschüss. Ist ja schon epic. Was ist hier unten? Nichts. Okay, wir gehen einfach straight geradeaus durch. Sollen wir sogar, ja. Wow, sieht nice aus hier, ne? Das sieht mega geil aus. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zuerst vorstellen. Ich bin Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meine ich das Aether-Paradies. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Das Aether-Paradies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit dem kommen, oder? Ja, ich denke, ich muss auch, ne? Aber du siehst ziemlich creepy aus. Gut, dann folg mir bitte. Das ist... Okay. Wartet, nimmt mich mit. Nein, bitte nicht Tali, Alter! Nanu, die Inselkönigin verabschiedet... Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch, auf eurer Seite. Was mit dem Professor, ey? Ich habe noch eine Menge andere Dinge zu tun, aber werft ihr doch für mich keinen Blick auf die... einen Blick auf die Technologie der Alpha Foundation. Ah, genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte in Malie Ziergarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Es wird Zeit, Akala hinter uns zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder hierher zurückkehren. Ja, das ist gar nicht mal so. Ich finde, Akala war sehr schön. Nun gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht auf so einem Schiff wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nichts Geringeres als eine Fähre. Mhm. Dann let's go. Da ist er auch schon. Yo, nice. Boah, einfach unglaublich, ne? Dass du einen Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Ich schwöre auf alles, ey. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Nero? Ja, Macholos können das bestimmt bauen, ne? Glaubst du echt, ey? Ich wollte dich eigentlich nur auf den Arm nehmen, aber okay. Ja, stimmt. Dumm. Okay.
So, let's go! So, wir haben die echt weggeslappt. So. So richtig schön weggeslappt. Oh. Okay. Aetherparadies. Aetherparadies, wie auch immer. In Ordnung, ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so ein... Was ist das denn? Ein Hypno. Interessant. Dieser Fabian, Alter, der sieht echt total creepy aus. Aber in Ordnung. Hä, warte doch mal! Dieses Ding, wo das Mogelbaum draufsteht... War das nicht Lilly einmal? Die ist doch dahergerannt und oben her und genau diese Honks haben die doch auch verfolgt. Hm, ob die wirklich so lieb sind, das frage ich mich echt. Mhm. Vielleicht werden die da oben auch geraped? Okay, nee. Das Aetherparadies dient zum Schutz und Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Aha. Jedoch kann man im Aetherparadies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Also gibt es ja auch kein Encounter. Okay. Alles safe. Wer bist du? Fabian! Nein, 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 nein! Würdest du mich bitte mit meinem Namen bitte nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich habe sonst einen Titel. Achso. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Alles klar, Mann. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führst du dir jeweils diese Kinder herum und bringen sie doch zum Präsidenten, zu der Präsidentin, ja. Okay, ist irgendwie hier ein bisschen krank, glaube ich, ne? Sieht aber auch nett aus. Nero, Tali, herzlich willkommen. Okay, ich bin Pia. Freut mich. Moment mal, du kennst unseren Namen? Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beide uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich euch bei euch bedanken. Also gut, bewegen wir uns zum Eingang ins obere Geschoss. Nice. Aber irgendwie mag ich diese Typen nicht so ganz. Weiß ich nicht. Es geht aufwärts. In Ordnung. Okay. Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Mhm. Ein Wuffels hätte ich auch gern echt. Richtig geil. Ich hätte so gern Wuffels. Nero, Tali, ihr zwei seid auf der Inselwanderschaft, um Champ zu werden. Ich gehe dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid, oder? Okay. Wow, wenn man 11 Jahre alt ist, so kann man schon auf Inselwanderschaft gehen. Wow, was meinst du? Ich hab mal angefangen, Opi, ne? Ja, ich laber nur Scheiße. Richtig, du laberst nur Bullshit. Und das weißt du hoffentlich auch. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. Nero, Tali, wir fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Mhm. Los geht's. Okay. Hm. What the heck? Ja, hier ist sie doch geflüchtet. Irgendwie kann ich dem Scheiß hier nicht vertrauen. Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen verboten. Mhm. Das ist ja Naturschutzgebiet, ey. Das ist schon mal nicht schlecht, ne?
Wir bieten hier allen Pokémon Zuflucht wegen Team Skullspasten, ne? Kennt ihr ja. Ich lese euch aus meinem Pokédex das vor, ne? Corazon ist so. Jo, das juckt keinen. Ganz ehrlich, das juckt mich nicht. OP hat mir mal gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen würde, ey. Voll krass, ey. Flussmonster. Kennen Sie die Serie auf D-Max? Ja, ziemlich geil. Feier ich extrem. Tschüss, wir haben denselben Geschmack. Das gefällt mir. Warum habt ihr euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wollt mich mal fragen, so. Bist du doof oder was? Wer weiß, unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Oh, okay. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Und ihr sollt ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Ja, ich weiß ja nicht, wo sie ist. Muss sie irgendwo in der Schutzzone sein, aber wo? Kann ich hier auch meine Pokémon nutzen? Nein, kann ich nicht. Okay, hier nicht. Gehen wir mal nach hier. Gehen wir mal nach hier. Kann ich mir gut vorstellen, dass die hier so ist. Wer ist das? Okay, nee. Yo, wo bist du, Samantha? Ey, yo. Oh, ihr seid Honks, ja, das ist mir klar. War ja klar, ey, dass ich jetzt wieder den falschen Gang gegangen bin. Natürlich muss man von Anfang an nach hier oben. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Oh, Alola Slimer. Ist ziemlich stark. Ein sehr starkes Pokémon, definitiv. Ach, come on, Samantha. Ist das Samantha? Meine süßen, geliebten Pokémon. Ich werde immer dafür sorgen, dass ihr in Sicherheit seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Nanu? Ist das Samantha? Alter, was hat die denn für Haare? Jo, Stöckelschuhe, alles klar, Alter. Nero und Tali? Ich heiße euch in, was auch immer, Paradies willkommen. Der Privatinsel der Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen, wie die Menschen. Die wollen auch nur Profit und zerstören die Erde. Richtig, du hast Ahnung. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab von der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, ey, du bist ja voll krass, ey. Ich schwör auf alles, ich würde dich knallen. Nicht doch, Tali. Mir ist er zu schmeicheln. Da verzeih ich dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40... Okay, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Guter Witz, ey. What the hell, ey? Jetzt seid doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Alright, wenn du möchtest, kann ich dich gleich... Irgendwie ist die mir ein bisschen zu lieb, ne? Aber gut. Ich weiß nicht, Guys. Ich weiß nicht, ey. Dein Stil ist schon ziemlich speziell, ey. Lilly steht das sicher total gut, aber mir... Jetzt mach dir doch keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Ja, keine kaputten Hosen anziehen. Hä? What the hell? Bombe?
Attentat? Alle rumheulen? Pray for Paradise hier? Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss? Mhm. Ja, klar! What the fuck? Guys? ETF? Warum lädt das so lange, der Schmarrn? Du kommst aus einer anderen Welt. Ja? Samantha, sei vorsichtig, irgendwie stimmt das mit dem Ding nicht, ey. Vielleicht will er uns nur was mitteilen? Du arme Kreatur. Ja, aber Tali rennt dahin. Dumm. Ja, und jetzt? Was soll ich machen? Soll ich jetzt auch dahin rennen? Anscheinend. Ja. Hallo? Nee, ne? Ja, genau! Was bist du denn für ein Ding? Krank? Erstmal eine Donnerwelle drücken. Giftschock. Krank? Warum kämpft das Ding jetzt gegen uns? Oder... Hä? Ich check hier gerade gar nichts. Ich bin völlig hier aus dem... Wir dürfen schneller sein. Wir könnten ja flinchen. Und wir wissen nicht mal, was für ein Typ das Ding ist. Oh, die Para. Nice. Wir gehen mal auf eine Drachenroute. Ich will mal gucken, wie viel Damage das macht. Und jetzt ist es schneller, hä? Psi-Welle. Oh! Oh! Ja, toll. Das macht gar kein Damage. Ist Smash eine Idee? Vielleicht können wir mit Dunkelklaue ja effektiv treffen. Okay, nee, kann gar nicht sein. Smash, Alter. Giftschock. Nein! Smash. Chill out, bitte, chill. Ich glaube, wir müssen jemanden opfern. Was ist denn mit dem Ding los? Wir müssen in Deathpilz. Aber sowas von müssen wir in Deathpilz. Was ist das? Hä? Ich check gar nichts. Es hätte fast jemanden umgebracht und flüchtet. Ich check gar nichts mehr. Ich hatte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl das Kleine. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Als ob! Was meinst du, Samantha? Was grinst du so? Was ich eben gesehen habe, war eine Ultrabestie. Oh mein Gott. Ein Wesen aus einer unbekannten Dimension, das durch einen Ultra... Ja, zu uns stieß. Es muss verängstigt gewesen sein. Immerhin wurde es ohne Vorahnung in unsere Welt gemacht. Ich muss ihm helfen. Ihm unbedingt... Ja. Ihr beiden, ich danke euch. Ja. Worte. Ey, was geht hier ab? Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste... eigentlich auf Inselwanderschaft sind, richtig? Bring die beiden zu der nächsten Insel, bitte. Natürlich. Ich werde nachsehen, ob meine geliebten Pokémon allesamt wohl auf sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Oh, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich sollte schnellstmöglich auf Wege leiten, dass meine Foundation in der Lage ist, auch Ultrabestien in ihre Obhut zu nehmen.
krank. Dann werde ich euch nun nach Ulla bringen. Bitte. Bitte bringt, mach das. Oh, scheiße. Aber die Samantha sieht eigentlich auch ganz nice aus, ne? Das sieht mal echt. Die kommt mir schon sympathischer rüber als dieser Fabian. Und als die auch hier, als Pia. Wo hätte nie gedacht, dass wir so einen Scheiß sehen würden, aber naja, Professor. Ja, nö. Ja, dieser Unfall, oder wie man das auch nennen will. Mir fehlen leider auch die Worte, aber ich bin froh, dass es positiv ausgegangen ist. Es war wirklich nicht schön, euch beide What? Ach so. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Als kleines Andenken, heute eine TM. What? Ach so, der kriegt wieder Fressen. What? Psychokinese? Als ob. Lol. Cool. Ich hoffe, ihr erlebt noch viele weitere tolle Abenteuer auf der Inselwanderschaft. Tschüss. Oh, hoffen wir auch, ey. Viel Spaß, Pia, ne? Smash ist eigentlich schon so oft gestorben in diesem Let's Play. Alter, das ist echt so ein junger Gott, ey, ohne Scheiß. Ja, frisst du mal deinen Scheiß da. Sah aber erstmal aus wie so eine geile Tüte aus Japan, da wo Nudeln drin sind. Boah, ich hätte da richtig Bock drauf, nochmal auf so eine 5-Minuten-Terrine, habe ich schon vor lang nicht mehr gegessen. Boah, voll lecker, ey. Ich bin echt gerade ein bisschen baff, ne? Geist, tut mir leid, aber echt. Alright. Ulla Ulla. Mhm. Ich bin echt völlig fertig, gerade mit den Nerven. Ich hätte damit null gerechnet und das kam so plötzlich mit diesen Spacken und dann dahin und. What the heck? Pelipper. Hat ja Niesel bekommen, ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr ganz so useless. Ist zwar noch useless, aber trotzdem. Oh, sieht da schön japanisch aus. Ey, jetzt ohne Kack, das sieht aus. Wie heißt es? Wie heißt diese Stadt? Von Avatar. Der Herr der Elemente. Ba Sing Se. Ey, das sieht echt aus wie Ba Sing Se, Mann. Ich schwör auf alles. Ulla Ulla sieht aus dem ersten Blick ganz schön krass aus, ey. Ba Sing Se eigentlich, ne? Ja, wir müssen. Komm, das machen wir noch in den Part, Alter. Heil uns auf und wir bashen dich in die nächste Gen. Gen, ja. Gen. Das machen wir noch in dem Part. Der Part ist wieder ziemlich lang. Die letzten 3-4 Parts waren wieder richtig lang. Right, true, ja, okay. Was? Level 28! Hast du gelitten? Okay, er wird jetzt so safe für eine Elektroattacke gehen. Er hat ein Alola Raichu, einen übelsten Counter für mein Team. Du musst jetzt für eine Elektroattacke gehen, dankeschön. Alter, wenn du irgendwas. Hast du Strauchler, ne? Dann sind wir weg vom Fenster. Psychokinese macht Damage, ist Stab. Nasa! Oh! Das muss reichen! Bitte, 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 ich schwöre. Ja! Oh, Nasta, oh mein Gott, wärst du tot. Oh. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Das ist nicht mehr normal, ne? Jo, Sosta, ey. Oh Gott. Der Psychokinese tankt Nasta einfach. Was ist das für eine Folge, Guys? Ich bin hier echt komplett am Arsch. Also,
Es geht hier richtig ab in so einem Mund. Ja, die Flinkklaue prockt. Oh mein Gott. Luck. Luck muss ein Mensch haben. Du kriegst jetzt nicht die First Scheiße, ne? Ich kack dir ins Gesicht. Sorry. Alter, shit. Als ob! Das macht super viel Damage. Wir müssen jetzt auf den Gigasauger. Lupfstrahl kommt. Wenn es kein Crit ist, überleben wir das. Jo, wir überleben das und schlagen sehr effektiv zurück. Okay. Macht guten Schaden. Wir überleben auf jeden Fall einen Blubstrahl. Easy sogar. Ja, lol. Zoster ist King. Oh, ey, Gott sei Dank hat Dingens das getankt, ey. Oh, das war ein Crit, oder? Nee, war es nicht. Okay. Marikek ist an der Stelle tot. Oh, die Nuzlocke, ey, die ist krank. Und die Level sind gerade wieder richtig am Struggle, ne? Also die Level von dem sind natürlich richtig stark. So, wer ist der Nächste? Nastas auf 30 entwickelt sich. Es darf jetzt nicht sterben, auf keinen Fall. Ein Flamara, holy shit. Jo, wir gehen mal auf Deathpilz. Deathpilz dürfte eigentlich alles ganz gut tanken. Wir haben auch noch Speckschicht am Start, also alles gut. Oh Gott, Level 28. Yo, die Levelkurve geht jetzt wieder richtig am... Es ist wieder richtig krass, oder was? Yo, Z-Attacke. Z-Protzer? Als ob. Ist das dann so auf plus 4 oder so ein Scheiß? Ey, das wäre richtig krank. Ich möchte das, glaube ich, mal privat ausprobieren. Wie hoch das ist. Und wir sind schneller und können wir One-Shotten? Flamara tankt gar nichts, ne? Ich weiß, der Part ist jetzt echt wieder ein bisschen zu lange, ein bisschen viel zu lange. Aber, yo. Why not? Muss auch mal sein und das reicht. Yes. Alter, Alola Raichu, ne? Hätte ich so gerne. Mango kommt auf 30. Kriegt Kreideschrei. Das kannst du dir aber sonst wo ganz genüsslich in den Arsch schieben, mein Freund. Und am Ende des Partes entwickelt sich Nasta und ich bin mehr als nur froh. Also heute ging gar nicht klar, der Part war krank. Echt, sehr stark. Holy damn, ey. Bambros! Nice. Endlich habe ich dich, ey. Supi. Yeah. Registriert. Puh. Oh shit. Okay, guys. Ich würde sagen, im nächsten... Okay, gut, das Gelaber überspringe ich jetzt mal, weil ich gehe jetzt zum Pokémon Center und möchte speichern. Ganz ehrlich, ich möchte auf jeden Fall speichern. Ich möchte jetzt speichern... Guys, im nächsten Part geht's jetzt auf Ula Ula weiter. Ich bin mal gespannt, was die nächste Prüfung sein wird. Der Part war krank. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und die Meinung zu dem Part und so generell zu dem Let's Play, zu der Nuzlocke, einfach in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.